Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mindestens genauso wie die Trainingsausfahrt selber liebe ich das Essen danach. Oder davor. Gut, also eigentlich liebe ich das Essen auch ohne das Training. Und weil ich diese Liebe mit euch teilen möchte, gehen wir heute da rein, zu mir in die Küche und kochen uns was Feines. Ich würde sagen, Abfahrt. So, angekommen in meinen heiligen Hallen. Wir sind in Richards Küche und ich möchte direkt das erste Geheimnis des Tages lüften. Was gibt's überhaupt? Wir kochen heute ein veganes Linsencurry. Für alle, die jetzt sofort weglaufen wollen, macht's nicht. Mein Nutella-abhängiger Mitbewohner, dem schmeckt's nämlich auch sehr gut. So, zu dem veganen Linsencurry dazu gibt es Nudeln. Wir haben hier Vollkornnudeln genommen, die übrigens nicht, weil sie irgendwie besonders gesund sind oder sonst irgendwas, sondern sie schmecken einfach sehr gut zu dem roten Curry. Dann haben wir 500 Gramm rote Linsen. Kann ich heute direkt dazu sagen. Wir machen heute eine ordentliche Portion. Davon werden 4 hungrige Radfahrer auf jeden Fall satt. Die Linsen sind natürlich auch super für die Proteine. 26,7 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm. Dann brauchen wir 400 bis 500 Gramm Tomatenpassata, eine Dose Kokosmilch, dann brauchen wir 2 Esslöffel von der roten Currypaste. Wir brauchen eine Zwiebel, aus Dekozwecken liegen hier 2. Dann brauchen wir ungefähr daumengroßes Stück Ingwer und eine Knoblauchzehe. Also nicht die ganze Staude oder wie man das beim Knoblauch nennt, sondern wirklich nur eine Zehe. Zu guter Letzt brauchen wir natürlich noch ein scharfes Messer und 3 dicke Möhren. Der erste Schritt auf dem Weg zum perfekten Curry ist, dass wir mal unsere roten Linsen kochen. Hier drin sind jetzt 500 Gramm. Die Linsen brauchen ungefähr 10 Minuten. Und die Linsen werden so gekocht, dass man ein Teil Linsen hat und 3 Teile Wasser. Ein bisschen Wasser habe ich hier schon drin, damit das nicht so lange dauert. Und dann begießen wir die Linsen mit dem restlichen Wasser. Kleiner Tipp von mir, vielleicht die Linsen nur so circa 8 Minuten kochen. Weil die kochen später sowieso in dem ganzen Currytopf noch mal ein bisschen mit. Also die müssen noch nicht so super komplett weich und durch sein. So, während die Linsen kochen, können wir schon mal damit anfangen, unsere Schnibbelarbeit zu erledigen. Als erstes brauchen wir gleich den Knoblauch und die Zwiebeln. Deswegen schneiden wir den auch logischerweise zuerst. So, jetzt mal eine schöne Zehe hier raus. Einmal hier schön platt drücken, damit sich das leichter gleich pellen lässt. So, jetzt haben wir einmal die Knoblauchzehe. So, als nächstes holen wir uns unsere Zwiebel. Gerne die perfekte Methode zum Zwiebelschneiden nochmal in die Kommentare. Oh, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Mache ich hier immer so einen Ritz. Und dann hoffe ich einfach, dass ich eine gute Zwiebel erwischt habe. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, ein Stück fehlt noch. Perfekt. Den Knoblauch müssen wir nicht klein machen, den können wir einfach so als Ganzes reingeben. Zwiebel schneiden. Auch hier bitte. Ich bin Fahrradfahrer und kein Spitzenkoch. Aber es schmeckt am Ende. Das ist die Hauptsache. Meine Mitbewohner sehen das sowieso beide nicht. Und den inneren Tim Mälzer in mir rausholen hier. Ihr seht schon. Das Ganze wird Zwiebel- und Knoblauchlastig und dazu kommen noch schön die Linsen. Da kann man dann nachts, kann man das dann unter der Bettdecke hören. Perfetto. Dann brauchen wir den Ingwer. Vom Ingwer, habe ich ja am Anfang gesagt, brauchen wir so ein ungefähr daumengroßes Stück. Ich habe einen großen Daumen, also nehme auch ein großes Stück. Nein, auch hier nehme ich gerne ein bisschen mehr. Ich mag einfach den Geschmack von Ingwer. Wer Ingwer nicht so gerne mag, der macht einfach ein bisschen weniger rein. Ich spare mir jetzt auch mal das typische Gerede darüber, dass Ingwer Antioxidantien enthält und so weiter und so fort. Mir schmeckt er einfach ganz gut und er passt super zum Curry. Schneide ich mir erstmal hier so ein paar Scheibchen runter. Und die mache ich dann nochmal per Hand ganz schön klein, damit man nachher im Gericht nicht so dicke Ingwerstücke hat. Man kann das Curry natürlich auch durchpürieren. Aber wir wären keine WG-Küche, wenn wir einen Mixer hätten. Bevor sich jetzt hier einer beschwert, warum der Ingwer nicht geschält wurde, das ist wie beim Apfel.
die guten Sachen sitzen unter der Schale. Nein, also eigentlich bin ich einfach zu faul und ich schmecke da auch keinen Unterschied. Feuer frei in den Kommentaren. So, Knoblauch lassen wir ganz. Als nächstes widmen wir uns den Möhren. Und weil wir uns treu bleiben, werden natürlich auch diese nicht geschält. Denn wie immer Vitamine, Schale und so weiter, ihr wisst schon. Erstmal einmal längs halbieren. So. Und dann einfach klein machen. Wer es gröber mag, kann natürlich auch gröber. Ein bisschen kleinere Stücke haben will, nimmt kleinere Stücke. So, während wir jetzt hier zu Ende geschnibbelt haben, haben die Linsen fleißig vor sich hingeköchelt. Wir sind jetzt bei circa 8 Minuten und ich teste jetzt einfach mal an. Ja, die sind jetzt noch nicht komplett durch. Also ihr könntet die jetzt nicht pur essen, aber da die ja wie gesagt gleich in den großen Topf mit reinkommen und dann noch weiter kochen, können wir die jetzt einfach schon mal abgießen und die Linsen sind fertig. Normalerweise muss man die Linsen natürlich nicht abgießen, weil sie dann das ganze Wasser aufgenommen haben, zumindest wenn man die richtige Menge hatte. Aber da wir sie jetzt ein bisschen verfrüht rausnehmen und ich nicht nachher das ganze Wasser im Curry haben will, mache ich die jetzt hier noch kurz in das Sieb rein. Lass mir die noch ein bisschen abtropfen. Wir haben geschnibbelt, die Linsen sind fertig. Das heißt, wir besorgen uns einen Kochtopf. So. Am besten einen schönen großen. Jetzt geben wir dem Kochtopf gut Hitze. So zwischen 4 und 5. Bei mir gehen die Stufen von 1 bis 10, also etwa die Hälfte. Nehmen uns Olivenöl und geben einen kräftigen Schluck da rein. Jetzt warten wir kurz, bis das Öl ein bisschen heiß ist und dann werfen wir Zwiebeln und Knoblauch rein. Das Olivenöl ist heiß. Das heißt, wir können jetzt unsere Zwiebeln und unseren Knoblauch reingeben. Ah, das zischt doch schon wie in einem echten Kochstudio hier. Sehr gut. Dünsten die Zwiebeln und der Knoblauch schön noch vor sich hin. Und jetzt kommen unsere Linsen damit rein. Damit die schön den Geschmack von den angedünsteten Zwiebeln und dem Knoblauch noch ein bisschen abbekommen und dem Fett, was drin ist. Dann rühren wir das einmal kräftig um. Als nächstes nehmen wir die Kokosmilch. So, nicht erschrecken. Kokosmilch sieht am Anfang mal ein bisschen fest aus. Und die hauen wir einmal komplett da rein. So. So, die Kokosmilch ist jetzt ein bisschen angerührt. Jetzt holen wir uns die Currypaste und machen so gute 2 Teelöffel da rein. Auch hier, die ist würzig scharf, also ist jetzt nicht super scharf, sondern ja, so ein gutes Mittelding, aber ich esse auch ganz gerne scharf. Also wer es ein bisschen weniger würzig haben will, macht nur 1 Esslöffel rein. Wer ein bisschen mehr Power drin haben will, macht 3 Esslöffel rein. Wartet aber mit dem Nachwürzen auf jeden Fall, bis das Gericht so ein bisschen durchgezogen hat, weil die Schärfe, die entwickelt sich natürlich mit dem Kochvorgang. So, erster Teelöffel und 2. Teelöffel. Das wird natürlich jetzt auch wieder gut verrührt. Wenn jetzt die Currypaste und die Kokosmilch eingerührt ist, dann lassen wir das Ganze köcheln bzw. reduzieren. Das bedeutet, wir warten so ein bisschen, bis sich die Flüssigkeit, die oben auf dem Rand auftaucht, abgesetzt hat und das Ganze so eine cremige Masse gebildet hat. Unser Curry hat jetzt eine schön cremige Konsistenz. Die restliche Kokosmilch hat sich schön reduziert. Und können wir den Deckel abnehmen und einmal die Karotten und den Ingwer mit reingeben. Außerdem mit rein kommt unsere Tomatenpassata. Während unser Linsencurry noch ein bisschen vor sich hinkocht und die Möhren durchgaren und die Tomatenpassata noch so ein bisschen durchzieht, habe ich
Nudelwasser aufgesetzt, beziehungsweise habe ich einmal im Wasserkocher vorgekocht. So, hier in der Schüssel sind jetzt so circa 400 bis 500 Gramm Nudeln drin. Die kommen jetzt da rein. Vorher, wie gesagt, noch salzen und rein mit den Nudeln. So, während die Nudeln vor sich hinkochen, widmen wir uns noch mal kurz den Gewürzen. Dazu machen wir hier unseren Currytopf auf, rühren noch mal schön um. Einfach Salz, Pfeffer und noch mal einen Teelöffel Currypulver mache ich rein. Aber wer es salziger haben möchte, mehr Salz. Wer es pfeffriger haben möchte, mehr Pfeffer. Und wer mehr Curry haben will, der macht noch mal ein bisschen Currypulver rein. Währenddessen detoniert hier unser Curry. Die Hitze ist auf Null, aber der Herd hat immer noch Bock. Hier würzt es sich gefährlich. Bisschen großzügiger mit dem Curry. Hoppala. Das war jetzt ein bisschen mehr. Ach, wir mögen es currylastig. Und dann noch mal ein bisschen Salz. So, das reicht eigentlich auch schon. Die Currypaste ist ziemlich würzig. Und ja, gut umrühren. Mittlerweile ist die Konsistenz übrigens auch schon sehr, sehr gut. Bin zufrieden für die erste Ausgabe von Richies Kitchen und ich bin zuversichtlich, dass das Curry den Geschmackstest überstehen wird. So, die Nudeln sind fertig, das Curry ist schön eingekocht und es kommt der Moment der Wahrheit. Ich würde sagen, Konsistenz kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Schön cremig, so wie ich es haben wollte. Da machen wir dann eine ordentliche Ladung drauf. Wer möchte, kann übrigens noch ein bisschen Naturjoghurt dazu machen, schmeckt sehr gut. Und damit präsentiere ich Ihnen das vegane Linsencurry aus der ersten Ausgabe Richies Küche. Das war die erste Ausgabe von Richies Küche. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr Bock habt, dass wir zusammen ein paar mehr Rezepte ausprobieren, auch Frühstück, Mittagessen oder ein paar Snacks. Und ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da, folgt dem Kanal GCN auf Deutsch, wie immer, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao!